Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Duke Nukem Forever in der Balls of Steel Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Duke Nukem Forever in der Balls of Steel Edition. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier das Spiel Duke Nukem Forever für die Xbox 360. Kommt hier in einer recht umfangreichen Box. Hier oben haben wir einmal das Logo. Dann hier vorne natürlich den Spieltitel. Dann haben wir hier den guten Mann, also zumindest eine Büste von ihm, die uns hier durch dieses transparente Vordergehäuse hier entgegenschaut. Das Ganze ist ab 18 Jahren. Das sind die Hersteller. Auf der Seite lesen wir: Come, get some. Der König ist zurück, durchgeladen, entsichert und bereit für die Action. Duke Nukem ist einfach nur Spaß pur. Fiese Alienhorden haben die heißesten. Ja, okay, hier steht einfach eisesten. Okay. Haben die eisesten Frauen der Erde geklaut. Doch nichts kann sich dem Duke und seinen Babes in den Weg stellen. Epische Baller-Action, tonnenweise Waffen, gigantische Explosionen, check. Politisch inkorrekt, markige Sprüche und Macho-Gehabe, check. Mach dich bereit für das abgedrehteste und großartigste Erlebnis aller Zeiten. Er wird einschlagen wie seine Lederstiefel in Abermillionen Alien-Ärsche. Okay, so, hier die technischen Details. Wie gesagt, das Ganze ab 18 Jahren freigegeben. Was lesen wir hier noch? Okay, hier haben wir einmal den gesamten Boxinhalt aufgelistet, was sich hier drin alles befindet. Also, was haben wir hier? Die Büste, ein 100-seitiges Hardcover-Buch, Postkarten, Sticker, Comic, Fahrzeug zum Falten aus Papier, Pokerchips, Kartendeck, Würfel und ein Echtheitszertifikat. Also, hier ist auf jeden Fall eine Menge drin. Hier sehen wir es auch nochmal abgebildet. Das ist die Rückseite. Okay, dann würde ich sagen, wir öffnen mal und schauen rein. Hier geht das Ganze auf. Und hier kommen uns auch direkt die ersten Inhalte entgegen. Also wir haben hier einmal das Kartenset. Dann die zwei Würfel. Zwei Pokerchips. Was haben wir hier? Natürlich das Spiel an sich. Den Comic, dann hier zum Falten, das Hardcover-Buch, das Artbook, einen Sticker im Querformat, das Echtheitszertifikat und was haben wir hier noch? Die Postkarten und natürlich zu guter Letzt die Büste. Die holen wir hier natürlich auch mal raus. So. Dann packen wir die Box derweil zur Seite. Und das ist die Büste. Die kommt hier in Plastik, damit sie auch schön heil bei uns ankommt. So, jetzt haben wir sie befreit. Das geben wir mal zur Seite. Gut, wir haben den gesamten Boxinhalt entnommen und dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier. Der restliche Inhalt der war zur Seite. So, also das ist es, Duke Nukem Forever für die Xbox 360. Auf der Seite natürlich der Titel. Auf der Rückseite nochmal die Infos. Ja, also ziemlich genau der Text, den wir vorhin auch schon gelesen haben. Jetzt würde mich interessieren, lesen wir hier. Nein, hier steht nur, haben alle Frauen auf der Erde. Vorhin standen die etwas von den heißesten, beziehungsweise den eisesten Frauen. Okay, jetzt sind es auf einmal alle. Gut, wir schauen rein. Das ist das Spiel, das ist die Spieldisk. Wir haben hier ein Booklet. Hier wird uns einfach nochmal kurz erklärt, wie das Spiel funktioniert, was hier so abgeht. Ja, also klassisches Booklet, man kennt's. Hail to the King. Dann die Spieledisk.
wieder hier mit dem Logo verziert. Und hier nochmal auf dem Thron mit zwei Damen. So, also so viel zum Spiel an sich. Dann geht's weiter mit den ganzen Bonusinhalten. Und zwar haben wir hier einmal ein Set aus Postkarten. Das lässt sich bestimmt genau irgendwie auffalten. So, hier geht's los. Einmal hier mit einem Hai. Hier wurde geangelt. Dann hier beim Poker. Das sieht so ein bisschen nach Oscar-Verleihung aus, genau. Dann einmal als Astronaut. Und einmal hier beim Bergsteigen, Mount Everest höchstwahrscheinlich. Die Rückseite ist ebenfalls entsprechend designt. Also hier wieder der Hai, dann Poker, Oscars, Astronaut und Bergsteiger. Also Postkarten, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5 Stück, die hier so aneinander sind, aber hier zwischendurch immer entsprechend gelocht, also man kann die ohne Probleme dann auseinanderreißen, wenn man das möchte. Als nächstes haben wir das Echtheitszertifikat, Certificate of Authenticity, Duke Nukem Forever, Boys of Steel Limited Box. So, dann steht hier eben auf Englisch, dass das Ganze hier limitiert ist. Und wir haben hier die Nummer 90.586. Das ist eine Menge. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht die genaue Limitierung, auf wie viel Stück das hier limitiert war. Aber ja, eventuell 100.000 Stück. Auf jeden Fall eine riesen Auflage. Aber ja, ist ja auch ein Videospiel, ein sehr bekanntes Videospiel. Hier unten auch nochmal unterzeichnet und hier mit so einem goldenen Siegel versehen. Finde ich sehr schön. Sollte es meiner Meinung nach ruhig öfter geben bei solchen Boxen. So, ein Sticker. Duke Nukem Forever im Querformat. Beziehungsweise lässt sich das dann hier so rauslösen. Also der Sticker ist dann, ja genau, hier nur diese Form. Der Rest hier ist rundherum. Dann haben wir Poker Equipment. Und zwar haben wir hier zwei Pokerchips, einmal in lila und einmal in so einem gelb-grün mit dem Logo jeweils beidseitig. Dann haben wir zwei Würfel in rot und weiß, wobei der Sechser hier jeweils das Logo ist. Also eins, ah nein, das ist die Eins, okay. Gut, also die Sechs ist vorhanden, aber die Eins ist hier entsprechend das Duke Nukem Zeichen. Zwei Würfel in rot und weiß. Und dann haben wir hier auch noch ein Kartenset mit dabei. Auch hier wieder passend zum Thema Zocken oder Poker. So die Frage, wo wir das am besten aufmachen. Es geht recht streng. Na? Echt Schiss, dass ich das hier irgendwie beschädige oder... Ah, aber jetzt. So. Kaputt mache. Das wollen wir nicht. Da fehlt noch eine Karte. So, jetzt haben wir alle. Also kommen hier in so einer kleinen Kartonhülle, in so einem kleinen Papiertäschchen. Und das sind die Karten dann. Also wir haben hier Joker, zwei Stück. Und dann hier entsprechend die einzelnen Blattfarben. In diesem Fall hier Kreuz. Dann Karo. Herz. Und natürlich Pik. Ja, die sind jetzt nicht irgendwie speziell gebrandet oder sowas. Die kommen hier einfach ganz klassisch. Hier ist nicht irgendwie Duke Nukem oder so abgebildet. Nur die Rückseite lässt darauf schließen. Gut. Dann haben wir als nächstes die Büste. Die sieht so aus. Also hier in so einer Steinoptik wie damals im Römischen Reich oder von großen Feldherren und Kriegshelden. Carpe Nukem oder Carpe Nukem. Statt Carpe Diem. Ja, also klassische Büste, ohne Arme hier, ab der Brust abgeschnitten, mit Tanktop und Granaten und seinem Bürstenschnitt. Brille ist auch am Start. Schön verarbeitet. 2011 Gearbox Made in China. Grüße gehen raus. Und hier an der Plattform sind auch noch so kleine Filzgleiter, damit das Ganze nicht hier euren Tisch oder eure Oberflächen zerkratzt. Dann haben wir hier noch einen Bastelbogen. Hier kann man sich den guten Mann zusammenbauen. Und das ist
scheinbar dann sein Fahrzeug, wenn ich es richtig sehe. Ja, also. Ah nein, so sieht das aus. Kein Fahrzeug. Hier eine Trophäe, einen Kopf, den er hier mit sich trägt. Faltpapierbogen. Dann der Comic. Ja, hier geht es auf jeden Fall ziemlich freizügig zur Sache. Schauen wir mal rein. So, ja, also es beginnt schon gut hier in einem, ja, sieht für mich so Table Dance Lokal oder Strip Lokal aus. Dann kommen hier irgendwie die Monsterhaie. Also jede Menge, boah, hier biegt eine Seite zusammen, hier klebt's. Also jede Menge nackte Haut. Und natürlich auch jede Menge Action wird hier geboten. Ja, und so endet das Ganze dann hier. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Artbook. Das kommt hier im Querformat History, Legacy and Legend Duke Nukem Forever Art from the Vaults. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und dann schauen wir mal kurz rein. So, wir haben hier so eine Widmung. Und hier geht es dann los. Also, ihr seht, einiges an Text. Aber hauptsächlich natürlich geht es hier um Artwork, also um Designs, Umgebungen, Welten, aber natürlich auch die einzelnen Charaktere, allen voran knapp bekleidete Frauen, aber natürlich auch die Monster, die Aliens, die man hier bekämpft. Waffen kommen natürlich auch. Ja, so sieht das aus. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook, dann das Comicheft, der Faltbogen für euren Papier-Duke, dann das Kartenset hier in der Hülle, die Büste mit Duke Nukem, der Sticker, das Zertifikat, das Postkartenset, die Spielwürfel, die zwei Pokerchips und natürlich das Spiel an sich. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Duke Nukem Forever in the Balls of Steel Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, was haltet ihr von dem Spiel, beziehungsweise der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Duke Nukem Forever unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.